Stellen Sie sich ein Spracherwerbskonzept vor, dessen Inhalte, wahlweise aus dem Netz gezogen, ein Sammelsurium an Schreibstilen, Schriftarten, Schriftgrößen, Erzählperspektiven, Textsorten und Mengen darstellen. Genauso verhält es sich mit den allermeisten Darstellungen auf Wortkarten und Arbeitsblättern für Jugendliche und Erwachsene zum Erwerb einer Zweitsprache Deutsch. Vergeben Sie sich als Absender und Verfasser nicht die Chance, klar und eindeutig in der anschaulichen Dimension zu kommunizieren. Sie gestalten Ihren Lernprozess zielgruppengerechter, effektiver und qualifizierter. Visuelle Konzepte sind im Prinzip auch für Analphabeten nachvollziehbar. Insofern sollte man das auch nochmal bedenken. Und die Gestalt der Buchstaben und Wörter könnte für das Spiel mit Phonemen, mit Silben und Lauten, mit dem Alphabet, der Orthographie oder einem Text eine sehr viel größere Rolle spielen. Mögen die genannten Überlegungen nicht alle komplett ausgereift sein, aber dass Sprache in Schrift und Bild Gestalt annimmt, wird wohl niemand bestreiten. Die gestalterischen Aufgaben im Kontext eines Spracherwerbskonzepts sind tatsächlich vielfältig und komplex, also sind auch nicht einfach zu bewältigen. In diesem Sinne möchte ich dafür plädieren, dass die Akteure vielleicht dann eben auch mal professionelle Gestalter zu Hilfe nehmen, um einem visuellen Konzept eine Chance zu geben im Spracherwerbskontext.